Lülü-Tüten-Tag hat er gesagt. So, wollen wir uns das mal besorgen da? Da ich euch natürlich nicht so richtig Zeit hier eben eine Antwort dazu liefern. Aber ich glaube, wieder reinzufahren ist ja jetzt ja nicht mal so schlimm, ne? Aber, wisst ihr was? Ich meine das nämlich ganz anders. Ich weiß ja nicht, was ich brauche, ne? Was haben wir denn da? Also wir haben ja jetzt hier die Verbrauchsgüter und Holzplanken. Ihr könnt jetzt Ersatzteile und Kraftstoff haben. Hm. Aber die Ersatzteile haben wir doch auch hier. Ja, ist ja egal. Da brauche ich nicht. Bin ich natürlich hier ein zu weit gefahren, ne? Ich hätte hier... Außer wir... Ja. Können wir uns auch mal angucken, ne? So, der Geiz. Oh, nee, da kommen wir... Ja, was soll denn der Geiz? Also, was soll denn der Geiz ist gut, ne? Wenn das einfach, da nicht lang geht, ne? Also, ist ja auch nicht mal schlecht, ne? Wenn wir hier mal ein bisschen rückwärts fahren. So, schauen wir wieder ein bisschen. Okay. Und dann geht es schon. Gudi. Das kann ich jetzt die hier schon? Nee, noch eine. Noch eine. Dann würde es gehen. So, Gudi. Da geht's rum. Müssen ja eine Laterne noch hängen bleiben. Aber glaube ich, müssen wir nicht. Ja, und dann fahren wir rüber, weil die Ersatzteile gibt es ja an der Dings. Oh. Echt jetzt? Wegen ein bisschen Absperrung? Hm. Hätte ich jetzt nicht gedenkt, aber naja. Brauche jetzt nicht viel denken, ne? Ja, die gibt es ja oben bei diesen, boah, da neben den, neben der Garage, was ist das da? Oh, irgend so ein... Da, wo wir einen Erdbohrer immer geholt haben, ne? Da gibt es auf jeden Fall noch die Ersatzteile. Ich mache hier so einen doofen Pickel. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber... Ah. Kasche, dort. Zur Mundnähe. Kommt da immer irgendwie so gegen und dann spielt man rum. Und dann... Ja. Und eigentlich bin ich aus dem Alter raus, ne? Schon ein paar Jahrhunderte. Gefühl zumindest. Sieht zwar noch nicht so aus, aber ich bin schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ein bisschen. Andere würden sagen, die Hälfte meines Lebens sei schon hinter mir. Ha. Naja. Betrachtungsweise, ne? Kommt immer drauf an, was man als Lebensspanne so vorsieht. Ich habe mir ja vorhin noch 120 Minimum zu werden, ne? Damit ich irgendwann das richtig satt habe, auf dem Planeten zu sein. Ja. Ist ja, jetzt habe ich zu viel rumgespielt. Ha. So. Gut, weiter. Aber hier gibt's. Oh, das hätte ich fertig werden können. Und mir hinten ein bisschen wegreißen kann. So. Kommen wir zum springenden Schild. Aber so 100% haben wir ja nicht. Hier können wir gleich mal gucken, wie viel Prozent wir denn für Michigan haben. Aber ich glaube einfach 100% nicht. Außer die zählen das nur die Hauptmission. Dann hätten wir 100%. Wäre zwar ein bisschen unlogisch, aber nein. Ihr wisst ja, wie es ist. Wir müssen vorher nochmal tanken. Frage ist nur, ob ich denn die Tankstelle als Umweg nehme oder nicht. Hm. Ich müsste ja hier gleich nach rechts, ne? Ja. Ah, ich könnte auch oben, wenn ich denn... Ja, ich glaube, ich tanke mich selber oben voll. Au, warte mal. Das ist ja jetzt hier so die Sache, ne? Also da muss ich das abholen. Beim Holz weiß ich nicht was. So, dann müssen wir ja hier
Könnte ich da eine Ehrenrunde fahren und dann fahre ich da so drauf. Ja, da ist gebongt. So ein Kraftstoff holen wir uns am Ende. Wollte er jetzt schon mal eigentlich schon mal gucken, ne? Aber das können wir auch noch machen, wenn wir jetzt eh gleich noch switchen wegen Tanken. Wie denn so aussieht. Hinten müssten wir eigentlich ja wenn können, weil den Erdbohrer konnte ich ja auch immer irgendwie rausfahren. Deswegen denke ich mal, wird es jetzt kein Problem sein. Gute ist, dass die Kamera von da kommt und man das gar nicht hier so richtig sieht, weil ich hier die ganze Zeit so vor mich hin popel. Also nicht wirklich Popel Popel, sondern Popel Popel. So, können wir jetzt hier auch mal richtig Licht dann machen. Jetzt lohnt sich das schon mal. Aber wir hätten auch den Kraftstoff von da holen können, ne? Dann hätten wir uns, aber wohl den Umweg sparen wir uns ja nicht, weil wir wollten ja eh da lang. Weil safe ist safe, ne? Na, 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 na. Safe ist safe. Na, 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 na. Richtig, alles safe. War das nicht so ein berühmtes Lied damals? Dass alle so am Lebende rumgeschrien haben. Oh, habt ihr gesehen, wie der ausgebrochen ist? So, und dann kommen wir jetzt wieder zu unserer so Goodie. Wie war das jetzt hier, ne? Ich konnte auch glaube ich F4 drücken, genau hier. So, 86%, ne? Mission beendet. Oh, da haben wir aber noch viele vor uns, ne? Boah. Kilometerstand. Ah, okay. Aber guck mal, hier sind wir denn fertig, ne? Erst 11% vom Spiel. Ach ja, das geht ja noch. Und ich dachte, ich hab schon, ne? Da hinten komme ich ja gar nicht vorbei. Ich fahre jetzt geradeaus dann, ne? Ne, denn. Garage. Bin ich ein bisschen hängen geblieben, ne? Also klar, gleich öfters mal, aber. Ja, meinetwegen können wir auch mit dem Asuf dahin fahren. Den haben wir hier noch. Weiß ich nicht, ob wir den so ein bisschen Backup-mäßig denn gleich halbwegs hinterherfahren. Also die Frage ist ja, ob das so Sinn macht, ne? Backup-mäßig da hinterher zu fahren. Ich glaube ja weniger, aber. So, den Eimer. Geil. So, Truck wechseln. Geil. Dicht an. Geil. Oh. Ja, trinkst du einmal Cola. Muss wirklich aufstoßen wie sonst was. Obwohl Cola geht noch, ne? Ich finde zum Beispiel hier so das Sprite wesentlich schlimmer. Vom Aufstoßen hier. Ich hätte dieses eine Video, wo die eine da denn. Boah, widerlich. Hast du das auch? Ich weiß nicht, ob ihr so ein Fall seid. Ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so der Handymensch, ne? Muss ich ja so sagen. Also klar, da guckst du mal rein, so Nachrichten, Wetter hast du nicht gesehen, aber dass ich jetzt da nicht so übelst viel Zeit verbringe. Aber es gibt diese Momente, ne? Da hast du auch so manchmal so abends, ne? Dann gucke ich so meinen Fußball, Formel 1, ne? So Sport, was mich so persönlich. Ja, jetzt. Okay, ja klar. Das ist vom Spiel, ne? Grafikkarte hat die gerade. Alle Tüte an, ja, ist egal. Aber das kennen wir ja mittlerweile vom Spiel. Dann kommt dieses, ne, dass du dann so sagst, ja, okay, ja, klar, das bibbelt ja alle durch, ne? Teilweise halt ja eben auch durch Real Life oder auch so durch YouTube, ne? Meine
mein Instagram oder hast du nicht gesehen, ne? Und dann sagst du dir so, ah ja, da guckst du mal, da hat irgendwas gebimmt. Dann guckst du da so rein und dann, ja, hier alles unwichtig und bla und Keks, ne? So, selten mal was Wichtiges bei. Und dann scrollst du so runter und dann kommt so zufällig so ein Video, ne? Ein lustiges. Und dann bist du da am Feiern, ne? Und dann sagst du, ah, das kam, ne? Das war lustig. Drückst du mal das nächste. Und das ist auch wieder lustig. Und dann zack, ne? Dann versiehst du dich, ist eine halbe Stunde weg, ne? Schlimm. Deswegen hasse ich das eigentlich. Eigentlich darfst du gar nicht damit anfangen. Aber, ja. Wird so machen heutzutage. Schlimm finde ich eben auch. Weil letztens war ich unterwegs. Und, da habe ich gewartet. Gegenüber war eine Schule. Und davor Bushalte, ne, für die Kinders. Das ist bei mir ja alles so ein bisschen dürftig, ne, da warten auch die Busfahrer, bis so viele Schüler drin sind, also alle, ne. Die haben Schulschluss und dann warten die da noch 15 Minuten. Und dann sind die Kinder eingestiegen, waren die ganzen Gruppen und setzen sich hin und alle Köpfe nach unten, auf der Handys. Da hat keiner mit den anderen geredet. Das Einzige, was dann mal kam, war, die ist so. Ja, guck mal in mein Handy, guck mal da rein, ne? Ich hab was Lustiges gefunden. Das war's dann schon. Aber naja, so ist es heutzutage, so ist die Zeit, Alter. Wo ich auch lustig bin, weil ich produziere ja auch Videos, die sich angucken. Aber ich rede darüber, wir unterhalten uns eigentlich, ne? Das ist eine Konversation. Wir haben ja auch viel gemein miteinander, finde ich jetzt zumindest persönlich. Wir haben viel gemein und wir sind auch ungleich. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel gemeinsam, dass wir Spiele mögen. Und besonders jetzt in dem Fall, wenn du hier zuguckst, SnowRunner. Mögen wir beide. Ne? So. Und ungleich sind wir in dem Fall, dass ich gerne spiele und laber und du guckst gerne zu und du hörst zu. Merkst du? Das ist, das trifft sie. Also wir sind schon echt ein gutes Team. So gesehen. Ja, aber ihr wisst ja, was ich meine. So. Genug von denen gelabert. So, jetzt müssen wir jetzt hier. Ich mach das aber auch vorsichtig. Ich doch mal, ich muss jetzt hier außen rum. Bei dem Weg können wir außen rum. Ja, okay, gut. Dann weiß ich nicht. Das machen wir hier ganz safe Nummer. Ganz, ganz safe. Bevor hier irgendwas mal anbrennt. Mit einem gewissen Tempo, ne? Natürlich. Weil wir wollen ja auch noch dieses Jahr irgendwann mal ankommen. Eigentlich auch in dieser Folge das alles fertig spielen. Also was heißt alles, aber wisst ihr, wir sind schon so lange in Michigan, dass ich mir selber sage, wir haben es verdient, auf woanders hinzukommen. Und das wollen wir eben auch so machen. Hier pesen wir eigentlich ziemlich gut hoch, ne? Wir fahren ja schon so eine Weile ohne irgendwie uns das richtig auf die Karte zu massieren, ne? Und dazu muss man sagen, das mit den auf der Karte, ich hatte so eine Angst, dass ich jetzt umfalle, ne? Das auf der Karte markieren, das ist so trügerisch, finde ich. Weil auf der Karte markieren heißt ja für mich, ey, pass mal auf, ich markiere und dann sehe ich dann, ah, noch 200 Meter, ah, noch 198 Meter, ah, noch 192 Meter, weißt du? Also du siehst zwar, dass du näher kommst, aber es gefühlt dauert sehr, sehr lange. Und wenn ich jetzt so mache,
ist der Überraschungseffekt, ne, dass man denn schon da ist, ja viel, viel größer. Mal das hier hinten, das geht ja hier alles noch, ne? Nur nicht viel. Jetzt gibt es ja hier irgendwie so eine leichte Kuhle. Dann sind wir ja auch schon bei Oma Erna hier. Wollte schon sagen bei Erwin, aber Erwin ist nicht hier. Er ist in Island Lake. Okay. Ja. Ab und zu schaukelt er ja jetzt wie sonst was, ne? Also ist gut, noch ein paar Metasse, dann sind wir zufrieden. Ich bin auch gerade hier total dabei, immer tiefer in meinen Stuhl reinzurutschen. Das ist gerade echt ein bisschen, was heißt spannend ist, ne? Also dieser Weg, das geht ja, den sind wir ja auch schon ein paar Mal gefahren, das ist jetzt nicht super, super spannend. Aber ich bin trotzdem so ein bisschen kribbelig, was das betrifft, dass wir da ankommen, ne? Also am Ende, ne? Wir sehen ja übelst einen Horizont und wir haben ja schon Geschichte hier geschrieben als Trucker in Michigan. Jeder kennt uns, jeder will uns, jeder will ein Kind von uns. Ob Bauer Heinrich oder Milchmakerin Melanie. Jeder hat bestimmte Fantasien, kann man dazu sagen? Naja, ich will jetzt nicht auf die Schiene da, aber auf jeden Fall sind wir gefragt. So, Kraftstoff, laden wir mal. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass hier alles in der Nähe ist, ne? Dazu haben wir die ganze Chose auch gemacht, damit wir hier eben uns auch voll laden können. Ja, jetzt können wir hier getrost nach hinten fahren. Ist gut. Scheiß Ding. Hätte ich mal niemals rumgespielt, ne? Aber okay, das ist eben auch so. Ich habe hier heute, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, ne? So Kratzwunden mit der Katze, ne? Hat gesagt so, auf, ne? Hat sie gesagt so, was? Was sagst du? Hat gesagt so, ich hab gesagt, aufhören, ne? Fütter dich, ich bin hier dein Besitzer, ne? Ich gebe dir Essen, ich habe zu bestimmen. Ich sag dir, wo es lang geht. Ich habe mir die Karte angekickt und meinte so, was? Und dann ich so, dann komm her, du, ne? Kein Schritt weiter. Und dann kam man hin und so einmal. Und dann geheult. Und ja, dann war das Thema dann männlich beendet, ne? Also er darf jetzt, wohin er möchte. Und ich akzeptiere das dann einfach, ne? Ich finde, ich habe mich gut durchgesetzt bei der Sache. Deswegen, ich freue mich schon, wenn ich Kinder habe. Denn, ist ja auch so eine Sache, denn wird das auch eine ganz, ganz gaude Sache. So, meine Freunde, jetzt, glaube ich, wird es ein wenig lustig hier. Also das geht ja hier noch einfach runter. Und ich glaube, in weniger als 7 Minuten, naja, weniger als, ja, 6 Minuten vielleicht, sind wir auch schon da. Naja, weniger als 5 Minuten, gucken wir mal. Aus Vorsicht speichert er schon mal, weil könnte ja jetzt hier auch ein bisschen cool sein. Oh, oh, oh.
Ja, das ist ein bisschen steil, ne? Hier sind ein paar Steine im Weg und der Pfad ist jetzt auch nicht so der Größe. Aber ist ja alles locker machbar. So, das sieht richtig schräg aus. Okay. Nur ganz ehrlich, wie wir denn unten lang fahren. Ich weiß nicht, warum das da so schräg war. Oh, komm schon. Du musst ja auch eigentlich hier als so ein Trucker, also ich glaube, mein Beifahrersitz wäre zugemüllt, ne? Mit. Also was heißt zugemüllt? Ich würde den immer aufräumen, ne? Keine Frage. Und das ordentlich machen. Aber so während der Fahrt könnt ihr auch immer so ein kleines Hüngerchen kommen, ne? Oder zwei. Manchmal drei Hüngerchen. Möchte ich gerne mal zugeben. Wir denn schon da? Nicht wirklich. Da oben ist es. Aber dann würde ich das ja essen. Ne? Dann wäre ich aber, glaube ich, auch dann nicht der Mensch, der sich da so eine Tüte hinhängt. Sondern der einfach so sagt, so, ja, ich halt ja hier jetzt gleich bei Tante Erma an der Raststätte. Und dann kann ich das ja schnell da wegschmeißen. Oder wenn ich pinkeln gehe. Aber ich glaube, denn so wäre das jetzt schon ein bisschen müllig, ne? Ein wenig. Ein wenig müllig. Aha. Bin ich ganz so weit oben. Komm näher, meine Freunde. Oh, ja. Oha. Da weiß man nicht, warum das hier eine Logistikzentrale ist. Für was? Für niemanden? Okay. Ach! Die kann er gar nicht. Da kann er auch nicht, aber den kann er. Okay. Ob das er hier nochmal festhängt, ne? Okay. Aber ich glaube, jetzt können wir den hinten hier schon ranhängen. Doch, können wir. Was heißt das? Okay. Ja, irgendwie ist das ein bisschen doof gerade hier. Mit diesen Vorwärtskommen, ne? Also ich glaube jetzt, wenn wir hier vorne da mal Kontakt haben, ja, dann geht's. Naja, jetzt sind wir auch gleich leichter. Oh, Kollegas, wir haben es geschafft. Ja, 6 Minuten. Ging ja. Geil. So, oh, ich bin so gespannt.
Ach, da ist er noch gar nicht fertig. Die Bestellung müssen wir machen. Oh, ich habe mich so gefreut. Du Arsch, du hast mich voll verarscht. Ach du Einiger, da ist ja noch richtig viel. Ich muss ja alles noch machen. Da ist ja richtig viel. Ich muss, das könnte ich schon machen, aber hier. Jetzt muss ich zurück, da könnte ich das. Island Lake. Oh nee, das ist aber Drummond. Betonblöcke. Ich bitte. Da? Ich aber nicht hin. Oh. Da haben wir ja nächstes Mal noch richtig viel zu tun, ne? Der Teig kann ja nicht so richtig gekommen sind. Naja, gut. Ich dachte, wir sind schon fertig. Deswegen kriegen wir auch so viel Geld dafür. Naja, dann kämpfen wir uns beim nächsten Mal durch. Ich habe mich so gefreut. Zumindest der Abschnitt war ganz gut. Also, dann bis zum nächsten Mal.